Im Garten, heimlich hinter den Sträuchern. Was ist eigentlich typisch Schweiz? Wir gehen in alle Kantone und checken das ab. Heute geht es ins Appenzellerland. Komm mit. Stell dir vor, du kommst aus dem Zug raus und es ist einfach 1840. Was ist das mit dem Heide- und Biedermeier-Zeit? Der Dorfbrand war 1838, wo wirklich der Dorfkern völlig abbrennt ist. Und der Wiederaufbau war in der Biedermeier-Zeit. Ich bin schon mal angeschnauzt worden, dass ich heute nicht sehr biedermeierlich angelegt bin. Die Dame hat darunter Gasasche und einen Krinolinenunterrock. Die Kleider waren bodenlang und hatten Puffärmel. Okay. Sie hatten einen Schutter, sie hatten Händchen, ein Bütteltäschchen und ein Schirmchen. So hat die Dame geflaniert. Die Hälfte der Begriffe habe ich jetzt nicht gekannt, aber man sieht's. Und was hat denn so eine Dame im Täschchen gehabt? Ein kleines Perlenportemonnaie. Dann haben wir hier noch ein kleines Spiegel, damit man ein Bäckchen kneifen kann, damit sie rot sind, oder? Und ein Räuchsalz. Ein was? Ein Räuchsalz. Die Damen waren ganz eng geschnürt in der Gassette und sind ganz viel ohnmächtig geworden. Und für das gibt es ein Räuchsalz. In Zürich wären wir jetzt total verwirrt und wir meinen, das ist etwas anderes. Ich glaube, du drückst hier den Altersdurchschnitt ziemlich ab. Wieso kommt man an einem Sonntag so angelegt nach Heide? Die Mutter von meinem Freund hat mich einfach mal gefragt, ob ich mitkomme. Das ist mal eine Schwiegertochter, würde ich sagen. Also, ich habe schnell einen Fächer geholt. Erklär mal bitte, was Fächersprache ist. Wenn er offen war, war es immer positiv. Man hätte aber auch können, je nachdem, wie weit offen das der Fächer war. Für einen Stell dich einen im Garten, heimlich hinter den Sträuchern. Dann war es ganz gut, wenn der Herr die Sprache auch verstanden hat. Wenn man sich so aufstützt, das ist eigentlich heisst für den Herr, verschonen Sie mich mit Ihrer penetranten Anwesenheit. Ich nehme den mit für den Ausgang das nächste Mal. Und dann bist du schon fast Frau Biedermeier. I'm gonna be the prettiest girl at the party. Bist du auch schon neben einem rechten Biedermeier mal gestanden? Bist du jetzt ein richtiger Biedermeier-Mann? Ja, ganz ein richtiger, schon seit Anfang an dabei. Was macht denn so ein richtiger Biedermeier-Mann aus? Wissen stolz man an. Er muss natürlich aussehen und regelmäßig dabei sein, das ist wichtig. Also das ist jetzt ein Typ, typisch Appenzeller Schmuck. Meine Grossmutter hat ihre Haare nach einer Flechte lassen. Also, Moment schnell. Früher haben die Frauen dem Mann einen Schmuck geschenkt, der aus den eigenen Haaren gemacht war. Nur so geflochtene Sachen, ja. Vanessa, deine Haare wirst du vielleicht auch einmal müssen verschenken, wenn du den richtigen Mann findest. Ja, hallo, kommt nur. Ja, genau, Biedermeier Sonntag, Heide. Hm? Jetzt habe ich gehört, Heide ist nicht nur bekannt für die Biedermeier-Zeit, sondern auch für Appenzeller Witz oder den Appenzeller Witzweg. Der geht von Heiden auf Alzenhausen und so etwa alle 400-500 Meter hat es eine Tafel mit Witz. Witz für Erwachsene und Witz für Kinder. Muss man vielleicht noch unterscheiden. Also was dort hinten hat, ist eine Witzkiste. Den müssen wir schnell anschauen. Ja. Bin ich zu dumm? Ich glaube, die haben mich verarscht. Muss ich irgendwo etwas drücken? Hallo? Das war von der ersten Folge von Typisch Schweiz. Wir gehen in jeden Kanton und checken Traditionen ab. Markiere jetzt noch jemanden, der so ein Biedermeier-Outfit stehen würde. Schreib es in die Kommentare.